Hallöchen! Weil im Laufe der Zeit so manche Leute bei Ask.fm Fragen gestellt haben und einige davon tatsächlich relativ interessant sind, will ich doch einfach mal die Aufmerksamkeit darauf legen. Denn ich bekomme auch manchmal außerhalb von Ask.fm dieselben Fragen gestellt und verweise sie dann auf Ask.fm. Also lese ich jetzt 11 Fragen vor, die besonders oft geliked wurden oder die ich anderweitig interessant fand. Wieso 11, fragt ihr? Weil das von Nostalgia Critic geklaut ist. Guckt nach, wenn ihr das jetzt nicht versteht, ist aber nicht so wichtig. Jedenfalls soll das auch ein kleiner Anreiz sein, dass ihr jederzeit auf Ask.fm Fragen stellen könnt oder auch Fragen liken könnt, die andere schon gestellt haben. Eventuell gibt's dann nochmal so ein Video, ganz bestimmt gibt's sogar nochmal so ein Video, und dann kommen eure Fragen vielleicht dran. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Seht das hier als Abo-Special an, weil ich habe die 700 Abonnenten-Grenze überschritten und hatte keine Lust, irgendwas anderes zu machen. Also kommt das hier stattdessen. Wäre es möglich, bei irgendeinem Projekt mal mitzuwirken, oder gibt es da null Chancen? Ja, das ist prinzipiell schon möglich. Die Frage ist nur, wie und wann das geschehen könnte. Wenn du als Sprecher mitmachen willst, brauche ich eine Stimmprobe von dir. Du musst dann einigermaßen anständiges Mikrofon haben und gut sprechen, so wie Schauspielern können. Wenn das aber drin ist, ist das eigentlich kein Problem. Diese Frage ist eine Metapher. Erkläre, wofür sie steht. Sie steht für die Wahrscheinlichkeit, mit der ich die Frage nicht nur anklicke, sondern auch richtig beantworte. Was ist das Niedlichste, was du jemals gesehen hast? Niedliches. Ich finde junge Krokodile zum Beispiel niedlich. Vögel können auch niedlich sein. Früher war ich jemand, der so manches süß fand, aber das hat sich irgendwann verloren. Daher kann ich das nur schwer beantworten und ich finde heutzutage nur sehr wenige Dinge wirklich niedlich. Bluetail, wie bist du auf MLP gekommen und magst du auch die Serie? Ich copy-paste dazu einfach mal meine Antwort von vor ein paar Wochen. Hi Blue, wie wurdest du eigentlich zu einem Brony? Am 3.1.2012 skypte ich wie so oft mit Strongword, noch bevor er sich so nannte. Zwischendurch, als ich gerade irgendwas spielte, sagte er, dass er sich nun die neuen Folgen von My Little Pony runterladen würde. Ich nahm ihn nicht ernst und dachte, es wäre ein Trollversuch gewesen, aber er erzählte mir, wie toll das sei und wie dringend ich das auch gucken müsste. Im Laufe der nächsten Zeit schickte er mir unendlich viele Links zu kleinen Ausschnitten, PMVs, Collabs, Interviews und so weiter, wobei ich hauptsächlich die Pony Movie Serie und den Grand Galloping Collab mochte. Links dazu in der Beschreibung, falls ihr das noch nicht kennt. Der ausschlaggebende Faktor war dann aber Discord, eine Videoreihe, wo die kompletten Discord-Folgen mit Star Wars Musik unterlegt waren. Das war insoweit recht cool, da ich ja Star Wars Fan bin und auch Fan von Q aus Star Trek, und das war ich auch vorher schon. Aber erst im März hatte er mich so weit, dass ich mir wirklich eine Folge angesehen habe. Und in der Woche darauf noch eine. Und dann die nächste und irgendwann sagte er, hey, dann können wir auch einfach von Anfang an gucken. Und so geschah es. Im Mai etwa habe ich dann einräumen müssen, ein Brony zu sein. Also gute 4 Monate? Das ist falsch, da müsste 5 Monate stehen, nachdem ich zuerst was davon gehört hatte. Wann und wo kann man mit dir privat schreiben? Bei Facebook kann man mich auf meiner Seite anschreiben. Ansonsten ist auch YouTube eine Option, wenngleich es dort immer eine Qual ist, Nachrichten zu schreiben und mitzubekommen, ob jemand auch geantwortet hat. Auch bei Steam darf man mich adden, allerdings muss man mir vorher irgendwo Bescheid geben, dass das passieren wird, da ich dort nicht jeden annehme, der mich random hinzufügt. Dafür gibt es einfach viel zu viele Spam-Bots. Was ist deine liebste Zeitverschwendung? Wenn ich jegliches PC-Spielen als Zeitverschwendung bezeichnen will, dann ist es wohl das. Aber ich sehe auch Nutzen in Spaß und Entspannung. Wirklich verschwendete Zeit ist für mich nur so etwas wie auf den Zug warten oder krank im Bett liegen. Und da habe ich keinen wirklichen Favoriten. Wie kann man dir am besten helfen? Am besten mit Feedback und Beteiligung. Ich freue mich immer, wenn jemandem meine Arbeit gefällt. Wenn etwas einmal nicht gut gewesen ist oder ein Zusammenhang nicht ganz klar wird, da bin ich immer offen für Anregungen. Sofern die Kritik denn auch konstruktiv formuliert ist. Zum Liken rufe ich zwar nie direkt auf, aber auch darüber freue ich mich immer. Bei meinen insgesamt geringen Viewzahlen bedeutet jede kleinste Beteiligung schon eine ganze Menge. Wie kommst du auf die Namen deiner Schurken? Bei Brom Cold Village war es folgendermaßen. Mein alter Mathelehrer hieß Wolfram, daher ein chemisches Element als Vorname. Cold klingt fast wie Cold und Village, weil mein alter Mathelehrer Dorf im Nachnamen hatte. Crazy, weil sein Sprecher sich meistens King Crazy nennt, also habe ich ihn einfach Crazy genannt. Broken Doom ist Broken, weil er verrückt ist, und Doom wegen Dr. Doom aus den Fantastic Four. Devious Sly? Ja, ich wollte einen Namen der Verschlagenheit ausdrückt und das klang dann auch recht gut. Apokalypto ist natürlich eine Mischung aus Apokalypse und Kalypso und irgendwie fand ich die Kombination cool, klingt wie ein generischer Comic-Schurke.
Peril Phil, ja, Peril ist ja klar und Phil hatte ich zum Zeitpunkt dieser Frage hier vergessen, mittlerweile weiß ich es aber wieder, denn Trevor bei GTA 5 heißt Phillips mit Nachnamen und daher Phil. Grunt Bill, ja, Grunt ist klar und Bill reimt sich auf Phil, sonst hat das keinen Grund. Moodkiller ist eine Referenz an Helchester und der kann ein ziemlicher Stimmungstöter sein. Professor Flankenstein, ja, der sollte wohl relativ klar sein. Bei Krypton R, der Katze von Apokalypto, war es ein bisschen anders. Zähle ich einfach mal als Schurke dazu, weil ich die Story ganz lustig finde. Da lag nämlich eine Katze auf einem Motorrad mit der Aufschrift Krypton R und ich fand die Vorstellung relativ lustig, dass die Katze so heißt. Was hat es eigentlich mit deinem Edelsteinwahn auf sich? Boah, Mann, ist das eine lange Antwort. Also, das setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Die Idee dazu kam mir beim Konzipieren der ersten Staffel. Ich wollte eine Szene haben, die ich als Gollum-Referenz ausbauen kann. Dann war mir klar, dass ich selbst denjenigen sprechen würde, der sich Gollum-artig benehmen sollte. Bei den Überlegungen, was von all den Dingen auf der Welt mich dazu bewegen könnte, einen solchen regelrechten Wahn zu verfallen, kam ich auf Gold und Edelsteine. Und da ich schon ein Konzept für eine Folge hatte, in der Trick einem Edelsteinsammler bei der Suche hilft, alles gefußt auf den Punkt, dass Ponyville anscheinend eine sehr reiche Ader besitzt, konnte ich die beiden Ideen kombinieren. Warum aber überhaupt Edelsteine und in Erweiterung auch Gold? Das geht darauf zurück, dass ich früher ein Fan von Dagobert Duck war, hauptsächlich wegen dieses Berges an Goldstücken. Es gibt auch zum Beispiel bei den Looney Tunes eine Menge Sketche, wo Daffy Duck durch irgendwelche Goldmeere schwimmt, das ist immer toll. Ich fand den Gedanken an Meere von Goldstücken immer sehr ansprechend und habe das hauptsächlich in Computerspielen sehr oft und gerne nachgestellt. Meistens in Aufbauspielen. Einfach so viel Gold heranschaffen wie irgendwie möglich. Das ist zwar, mir fehlt ein kein absoluter Kernpunkt meines Charakters, allein schon weil mir in echt Geld nicht mehr besonders wichtig ist, aber es ist für eine Fantasievorstellung schon relativ wichtig. Und Edelsteine im Besonderen kommen hauptsächlich aus einem alten PC-Spiel namens Pharao. Darin baut man sich eine ägyptische Zivilisation auf und häuft immer mehr Reichtümer an. Da habe ich oft einfach nur tagelang Edelsteine gefarmt, um sie mir anzusehen und danach zu verkaufen. Ach, gute Zeiten. Wieso sagst du eigentlich immer gute Nacht am Ende deiner Videos? Endlich fragt mal jemand danach. Das geht auf die Schule zurück. In der Oberstufe hatten wir teilweise in den Nachmittag hinein Unterricht. Wenn Sport war, kamen wir erst um 5:30 aus dem Gebäude heraus. Im Winter war es zu dieser Zeit also schon dunkel und es fühlte sich an wie später Abend. Da begann ich immer wieder gute Nacht zu sagen. Und das tue ich bis heute eigentlich immer. Statt auf Wiedersehen oder ähnliches sage ich fast immer gute Nacht. Zudem finde ich, dass es zu einer Geschichte eigentlich immer ganz gut passt. Das ist einfach ein Markenzeichen. Darunter kennen mich die Leute sogar an der Uni mittlerweile. Also ja, ist einfach so. Punkt. Konntest du den Senf aus deinem Kleid herauswaschen? Nein. Gute Nacht.